Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheit oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartefahrt, eine Runde in die Medienwelt. Die Seite vice.com hat eine Meldung zu den Themen Autismus und Sex ins Internet gebracht. Und weil ich mir diese Meldung wenig alleine tun kann, sichere ich mir mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls der gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort darüber raushauen würdet, als auch den Link zu meinem David Art Kanal, wo es auch um das Thema Sex geht, beziehungsweise Gangbangs. Und da habe ich ja noch einen Link zu meinem Fanfiction Kanal noch mit eingefügt, wo es hoffentlich auch irgendwann mal weitergehen wird. Und diese Meldung trägt den Titel: So hat man tollen Sex als Autistin. Und fucke mich lang drumrum, los geht's. Wir legen Metall in den Kühlschrank und benutzen es tantrisch. Ich finde, das entspannt meine Sinne. Also, fassen wir das mal zusammen. Wir legen Metall in den Kühlschrank und benutzen es tantrisch. Ich finde, das entspannt meine Sinne. Oder auch: Man kann zum Beispiel auch eine Schraube in den Kühlschrank stecken. Aber, nee. Würde ich selbst nicht machen. Also, keine Ahnung, warum das da in dem Artikel steht. Das, könnt ihr sicherlich am besten beantworten. Ihr wisst ja, ich mache die Videos für euch, weil ich euch liebe. Weiter geht's. Auch wenn sich Gespräche über Autismus meistens darauf konzentrieren, was Menschen mit Autismus schwerfällt, glaube ich fest daran, dass ich durch meinen Autismus in so ziemlich allem, was ich tue, besser bin. Und dazu gehört auf jeden Fall auch Sex. Oder, wie dieser Satz richtig heißen sollte, auch wenn sich Gespräche über Autismus meistens darauf konzentrieren, was autistische Menschen schwerfällt, glaube ich fest daran, dass ich durch mein Autistendasein in so ziemlich allem, was ich tue, besser bin. Und dazu gehört auf jeden Fall auch Sex. Weiter geht's. Die Regeln zwischenmenschlicher Beziehungen waren für mich nicht immer offensichtlich. Also habe ich alles darüber gelesen, wie ich eine phänomenale Partnerin sein kann. Und dass ich hochsensibel auf bestimmte Reize reagiere. Ist im Schlafzimmer oft sehr nützlich. Manchmal ist es schon erregend, wenn ich Atem auf meiner Haut spüre. Ja. Das ist natürlich, ja. Sowas kommt vor. Weiter geht's. Autismus wurde bei mir erst mit 31 Jahren diagnostiziert. Es wäre schön gewesen, bereits zu wissen, dass ich autistisch bin, als ich anfing, Sex zu haben. Dann hätte ich verstanden und akzeptiert, dass meine Sexualität nicht genauso funktioniert wie der aller anderen. Ich hätte zum Beispiel verstanden, dass die irrationale Wut, die in mir aufkommt, wenn man mich leicht berührt, nicht unbedingt auf, sagen wir mal, ein Kindheitstrauma zurückzuführen ist. Für Menschen mit Autismus kann Wut oder Entsetzen als Reaktion auf eine Sinneswahrnehmung ganz einfach ein Zeichen von Reizüberflutung sein. Oder wie der Satz richtig heißen sollte: Für autistische Menschen kann Wut oder Entsetzen als Reaktion auf eine Sinneswahrnehmung ganz einfach ein Zeichen von Reizüberflutung sein. Weiter geht's. Autistische Menschen haben, diesmal hat dieser Artikel das richtig geschrieben, genau wie neurotypische, das heißt nicht autistische, jeden Tag tollen Sex, aber viele von uns könnten wahrscheinlich noch besseren Sex haben, wenn wir Ratschläge bekämen, die speziell auf uns zugeschnitten sind. Deshalb sind hier einige Tipps von Menschen mit Autismus, von Fachleuten und Personen, die in beide Kategorien passen. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte: Deshalb sind hier einige Tipps von autistischen Menschen, von Fachleuten und Personen, die in beide Kategorien passen. Weiter geht's. So wird dein Sexleben unglaublich, wenn du im Autismus-Spektrum bist. Oder wenn du einem autistischen Menschen gegenüber einfühlsamer sein willst. Sinneswahrnehmung beim Sex berücksichtigen und genießen. Viele Menschen mit Autismus sind hochsensibel. Oder wie dieser kurze Satz richtig heißen sollte: Viele autistische Menschen sind hochsensibel. Weiter geht's. Sie reagieren stark auf das, was sie hören, sehen, fühlen, schmecken oder riechen. Im Schlafzimmer kann das dazu führen, dass eine autistische Person sowohl auf, an, als auch Abtörner sehr empfindlich reagiert. Manchmal spüre ich meine Emotionen mit jeder Zelle meines Körpers. Wenn das also eine positive oder euphorische Emotion ist, kann das fantastisch sein, sagt Lauren McGrew, eine autistische Psychologin und Psychotherapeutin.
Wenn du diese ausgeprägtere Empfindsamkeit hast, wirst du eventuell schnell von unangenehmen Gefühlen und Gedanken abgelenkt. Wie schon erwähnt, gefallen manchen Menschen mit Autismus bestimmte Empfindungen nicht, wie zum Beispiel sehr sanft gestreichelt zu werden. Und wie dieser Satz richtig heißen sollte: Wie schon erwähnt, gefallen manchen autistischen Menschen bestimmte Empfindungen nicht, wie zum Beispiel sehr sanft gestreichelt zu werden. Es ist ihnen unangenehm oder macht sie sogar wütend, sagt Christine Henry, eine Psychologin, die mit autistischen Erwachsenen arbeitet. Außerdem könnten sie nach hochsensiblen Eindrücken außerhalb des Schlafzimmers etwas Hilfe brauchen, sich zu entspannen und in die Stimmung für Sex zu kommen. Vielleicht haben sie eine Reizüberflutung davon, dass sie in der Nähe eines lauten Arbeitskollegen waren, der ein starkes Parfüm trug, sagt Henry. Wenn sie nach Hause kommen, brauchen sie vielleicht etwas Abstand, um sich von der Überreizung zu erholen, und weisen jeden sexuellen Annäherungsversuch zurück. Wenn dir bestimmte Sinnesreize schwerfallen oder du Zeit brauchst, um dich von einer Reizüberflutung zu erholen, teile das deinem Gegenüber mit. Robin McGrew schlägt diesen Satz vor: Ich bin auf jeden Fall dabei, aber ich brauche noch 5 Minuten, weil sich mein Kopf noch nicht beruhigt hat. Ja. Diesen Satz sollten wir uns ja auch merken. Wenn wir gestresst sind, brauchen wir natürlich eine Pause. Weiter geht's. Einigen Menschen mit Autismus fällt das vielleicht nicht sofort leicht. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte: Einigen autistischen Menschen fällt das vielleicht nicht sofort leicht. Weiter geht's. Manchen von uns sei von klein auf beigebracht worden, unsere natürlichen Neigungen und Gefühle zu unterdrücken, um uns anzupassen. Oder auch Masking genannt, erklärt der autistische Sexualpädagoge Jack Durock-Danner. Masking würde ich auf Dauer nicht empfehlen. Für eine kurze Zeit ja, aber nicht dauerhaft. Denn sonst kann es dazu kommen, dass nach einem Outing, nach, sagen wir mal, 1 oder 2 Jahren, dass dadurch Freundschaften kaputt gehen, beziehungsweise auch Partnerschaften, weil man diese Person, die man kennengelernt hat, nicht mehr wiedererkennt. Deshalb sollte man früh genug sich outen. Deshalb sollte man Masking nur für eine kurze Zeit verwenden. Weiter geht's. Wenn wir jedoch lernten, mit unseren Partnern offene, direkte Gespräche über unsere Bedürfnisse außerhalb des Schlafzimmers zu führen, können wir ihnen helfen, mit etwaigen Besonderheiten umzugehen, sagt er. Wie zum Beispiel kürzlich in einem Bus in Australien. Da hat sich ein Paar hinten vergnügt und ein Fahrgast hatte sich natürlich aufgeregt. Und laut einer Umfrage sind über 50% der Meinung, dass man das Paar beim Liebesspiel im Bus nicht stören sollte, sondern einfach laut dem Motto Augen zu und durch. Oder auch außerhalb des Busses, liebe Autistinnen, ja, Gender ist richtig und wichtig, auch wenn es sich in einer Situation abspielt, in dem das Paar sich auf einer Parkbank an einer Kreuzung zwischen Hauptstraße und Nebenstraße abspielt. Selbst aus eigener Erfahrung auch miterlebt. Weiter geht's. So stünden wir nicht unter dem Druck, alles sofort ansprechen zu müssen. Druck dann empfiehlt, von der Performance zum Vergnügen überzugehen. In anderen Worten, sich nicht darauf zu konzentrieren, wie es aussehen sollte, sondern darauf, wie du möchtest, dass Intimität sich anfühlt. Wissen, wann man beim Sex planen und wann man sich einfach treiben lassen sollte. Bei manchen Menschen wirkt sich Autismus auf die Bewegungskoordination aus. Deshalb sei beim Sex manchmal bewusste Planung erforderlich, sagt Doruk Danner. Einigen fallen zum Beispiel koordinierte Bewegungen schwer. Oder sie wissen nicht genau, wo ihre Arme und Beine im Vergleich zum Rest des Körpers oder dem ihres Gegenübers sind. Es könne helfen, Leute wissen zu lassen, wie du deinen Körper bewegen wirst, bevor du ihn bewegst, sagt Doruk Danner. Außerdem empfiehlt er, sich langsam und bewusst zu bewegen. Während Planung in manchen Situationen gut ist, können autistische Menschen sich so sehr in ihren Plänen verstricken, dass es ihnen schwerfällt, im Moment zu leben. Anderes Thema, das für Kummer sorgen könnte, ist, wenn sich jemand Sex oder Intimität auf eine bestimmte Art vorstellt und dann frustriert ist, wenn es nicht läuft wie vorhergesehen, sagt Henry. Wenn eine Person zum Beispiel, vielleicht wegen Pornofilmen, denkt, dass ihr oder ihrem Gegenüber eine bestimmte Art der Stimulation gefallen müsse und das dann nicht so ist, kann sie das durcheinander bringen. Man muss einfach die Realität und Porno unterscheiden können.
So halt meine kurze Meinung dazu. Weiter geht's. Das kann jedem Menschen passieren, ob er autistisch ist oder nicht, aber Unberechenbarkeit im Schlafzimmer kann für Personen mit Autismus besonders schwer sein, da sie kognitiv inflexibel sind, ihre Einstellung also nur sehr schwer ändern können. Oder wie dieser Satz richtig heißen sollte: Das kann jedem Menschen passieren, ob er autistisch ist oder nicht, aber Unberechenbarkeit im Schlafzimmer kann für autistische Personen besonders schwer sein, da sie kognitiv inflexibel sind, ihre Einstellung also nur sehr schwer ändern können. Weiter geht's. Diese Inflexibilität geht wahrscheinlich auf die ständige Reizüberflutung zurück, die das Bedürfnis auslöst, die Kontrolle zu bewahren, wie Jack Durockdammer erklärt. Eine Folge der abweichenden Wahrnehmung und Motorik kann das Gefühl sein, dass der eigene Körper, andere Körper und die Welt nicht sicher und vorhersehbar sind, sagt er. Und hier kommt der nächste Abschnitt. Wenn mein Partner zu spät kommt, ich eine Kerze umwerfe, es chaotisch wird, das Timing nicht stimmt oder was auch immer noch schief gehen kann, kriege ich die Krise, sagt Rose Lauren Hux, eine 29-jährige autistische Spezialistin für Neurodiversität und Behinderung in Belgien. In solchen Fällen hilft es, sich daran zu erinnern, dass Sex fast nie so läuft wie geplant und dass das okay ist. Es ist sogar ein Grund, weshalb Sex so toll ist. Henry gibt den Tipp, sich daran zu erinnern, dass es beim Sex kein festgelegtes Drehbuch gibt und Leute in allen möglichen Varianten Sex haben. Wenn du also Pläne schmiedest, rechne auch damit, dass du überrascht werden wirst. Ja. Drehbücher zum Thema Sex gibt es nicht. Weiter geht's. Du kannst Motive, kognitive Inflexibilität auch selbst beim Sex einbauen. So äußert sich diese oft als Bedürfnis nach einem strukturierten Zeitplan, was zu Bedenken darüber führen kann, wie lange der Sex dauert. Ich habe mich auf eine Art Rollenspiel eingelassen, bei dem wir einen Timer benutzt haben. Das hat mir Spaß gemacht, die Zeit festzulegen und die Grenze zu kontrollieren, sagt Tax. Wenn ich sexuelle Aktivitäten genießen möchte, bevor ich irgendwo hin muss, sage ich, okay, wir haben 10 Minuten und bitte Google, einen Wecker zu stellen. Die Situation wird dann intensiver, weil es ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Aber es ist immer spielerisch, nicht übermäßig angeleitet. Google einen Wecker zu stellen, um die Länge des Sex bestimmen zu können. Also, das kann ja nur schief gehen, wenn es doch etwas länger dauert als vom Wecker eingestellt. Lesen wir weiter. Angstauslöser beim Sex minimieren. Viele Leute haben Schwierigkeiten, beim Sex einen klaren Kopf zu behalten und sich zu konzentrieren. Wer denn kann zum Thema Sex einen klaren Kopf behalten? Geht halt nicht. Weiter geht's. Das kann für Menschen mit Autismus besonders schwierig sein, weil ihr Verstand Überstunden leistet, um viele Informationen auf einmal zu verarbeiten, sagt Lauren McGrew. Oder wie der Satz richtig heißen sollte: Das kann für autistische Menschen besonders schwierig sein, weil ihr Verstand Überstunden leistet, um viele Informationen auf einmal zu verarbeiten, sagt Lauren McGrew. Unser Verstand leistet Überstunden? Da wollen wir das auch ausgezahlt bekommen. Weiter geht's. Rose Lauren Hux beschreibt ihren inneren Dialog beim Sex so: Gerüche, Beleuchtung, Temperatur, habe ich mich rasiert? Bin ich aufgebläht? Muss ich pinkeln? Rieche ich? Habe ich meine Zähne geputzt? Ist etwas in der Nähe, um mich sauber zu machen? Meine Schuhe in der Ecke stehen nicht ordentlich da? Da geht es in meinen Kopf vor, obwohl es eigentlich heißen sollte: Oh, das fühlt sich gut an. In solchen Situationen findet Tax es manchmal hilfreich, sich die Augen zu verbinden. Wenn ich meine Augen schließe, besteht kein Risiko, von irgendetwas abgelenkt zu werden, sagt sie und ergänzt, dass ihr Stellung gefallen, bei denen sie von ihrem Gegenüber abgewandt ist. Augenkontakt ist mit meinem Autismus richtig schwierig, erklärt Tax, weshalb sie die starken Reize, die er für sie darstellen könne, lieber vermeide. Ja, es gibt Stellungen, wo man ihrem Gegenüber nicht ansehen muss. Ne? Zum Beispiel der Doggy Style. Sorry für diese Aussprache. Die derzeitigen Comic-Seiten von Exit All-Stars sind nun mal
speziell. Beziehungsweise speziell geworden, um es nochmal deutlich zu sagen. Weil da spielen die Hausbewohner sowieso verrückt, was das betrifft. Insbesondere bei den Sonntagskapiteln. Lesen wir weiter. Manche Menschen mit Autismus finden bestimmte Stimuli wie Texturen oder Gerüche beruhigend, wenn sie sehr nervös oder ängstlich sind. Diese Menschen zieht es vielleicht auch zu BDSM. Viele Leute benutzen Seile, weil ihnen gefällt, wie sie sich anfühlen, sagt Doruk Dammer. Auch die Textur von Spielzeugen wie Federkitzeln oder Peitschen gefällt vielen. Also vielen, nicht allen. Ne? Oder wie dieser Abschnitt richtig heißen sollte. Manche autistische Menschen finden bestimmte Stimuli wie Texturen oder Gerüche beruhigend, auch wenn sie sehr nervös oder ängstlich sind. Diese Menschen zieht es vielleicht auch zu BDSM. Viele Leute benutzen Seile, weil ihnen gefällt, wie sie sich anfühlen, sagt Doruk Dammer. Auch die Textur von Spielzeugen wie Federkitzlern oder Peitschen gefällt vielen. Weiter geht's. Rose Lauren Hux sagt, dass kalte, harte Oberflächen ihr Zaubermittel seien. Wir legen Metall in den Kühlschrank und benutzen es tantrisch. Ich finde, das entspannt meine Sinne. Zaubermittel, indem man Metall in den Kühlschrank stellt und tantrisch benutzt wird? Okay. Nehmen wir zur Kenntnis. Weiter geht's. Eine andere Methode, mit der autistische Menschen sich beruhigen, ist, dasselbe Lied auf Repeat zu hören. Diese Strategie könne man auch beim Sex nutzen, sagt Lauren McWu. Sie empfiehlt, eine Playlist mit nur ein paar wenigen sexy Liebesliedern zu erstellen, vielleicht ohne Text, um möglichst wenig Ablenkung zu schaffen. Es ist eine Art Präventivschlag, sagt sie. Wenn ich weiß, dass mein Gehirn von allem Möglichen, das ich höre, abgelenkt sein wird, spiele ich ihm lieber etwas vor, das es bei der Sache bleiben lässt, bei der es ich sein möchte. Über Erwartungen sprechen oder sich von ihnen lösen. Wie alle anderen auch können autistische Personen davon profitieren, mit den Leuten, mit denen sie Sex haben, offene Gespräche über Erwartungen zu führen. Dadurch lassen sich auch Kommunikationsfehler vermeiden, die durch Schwierigkeiten bei der Einordnung zwischenmenschlicher Signale entstehen können. Ich rede gerne über Sex, bevor ich ihn habe, sagt Rose Lauren Hux. Jede Person, ob neurodivers oder nicht, hat persönliche Vorlieben. Mir ist einfach klar geworden, dass ich meine Bedürfnisse verstehen oder ausdrücken muss, wenn ich eine optimale Erfahrung haben möchte. Ja, zum Thema Sex gehören bekanntlich zwei. Ne? Weiter geht's. Diejenigen, die nicht genau wissen, wie sie sich in sozialen Situationen verhalten sollten, begrüßen es vielleicht, wenn es eine Art Struktur gibt, an der sie sich orientieren können. Noch ein Grund, weshalb BDSM praktisch sein kann. Lauren McWu empfiehlt BDSM manchmal autistischen Personen, die beim Sex einem Skript folgen möchten. Eine der Sachen, die mein Gehirn schwerfallen, ist, wenn ich nicht weiß, welche Erwartungen an mich gestellt werden, sagt sie. Wenn ich die Rolle der dominanten oder unterwürfigen Person spiele, gibt es sehr klare Erwartungen daran, was ich zu tun habe und wie. Also zum Thema unterwürfigen Personen in Sachen BDSM. Da habe ich bei RTL 2 schon genug gesehen. Also Kalkofe's Mattscheibe hat das ja damals in einem Sketch halt nochmal hier präsentiert. Oder wie sich BDSM-Menschen halt zum Beispiel wie eine Hochzeit stattfindet, aber meine Güte, hab gar nicht gewusst, dass es unter denen spezielle Hochzeitsrituale gibt. Naja. RTL 2 gibt immer einen Einblick hinter die Kulissen von bestimmten Gruppen. Weiter geht's. Dass Menschen mit Autismus sich nicht an irgendwelche sozialen Erwartungen halten, kann positiv sein. Es erlaubt ihnen, Sex zu haben, wie auch immer es ihnen gefällt, und sich frei auszudrücken. Oder wie es richtig heißen sollte, dass autistische Menschen sich nicht an irgendwelche sozialen Erwartungen halten, kann positiv sein. Es erlaubt ihnen, Sex zu haben, wie auch immer es ihnen gefällt, und sich frei auszudrücken. Weiter geht's. Wir autistische Menschen sind sehr direkt und offen, sagt Amy Gravino, die sich für Autismus und Sexualität einsetzt. So befremdlich das anfangs sein kann, es hat Vorteile. Als es mir irgendwann besser gelang, mich zu behaupten, wurde es eine Stärke, sagen zu können, ja, mehr, schneller oder das gefällt mir nicht.
Ich persönlich finde soziale Interaktion oft unangenehm und deshalb liebe ich die Art, wie ich mich beim Sex völlig in Einklang mit jemand anderem fühle. Für Menschen mit Autismus, die mit Beziehungen so ihre Schwierigkeiten haben, kann Sex sogar eine heilende Erfahrung sein, die durch sie mit anderen in Verbindung treten und sich ihnen nahe fühlen können. Oder wie der Satz richtig heißen sollte: Für autistische Menschen, die mit Beziehungen so ihre Schwierigkeiten haben, kann Sex sogar eine heilende Erfahrung sein, durch die sie mit anderen in Verbindung treten und sich ihnen nahe fühlen können. Ja. Also mit Dating haben wir die größten Schwierigkeiten. Aber in Beziehung wohl eher weniger. Und wegen Online-Dating-Apps wollen wir da gar nicht erst reden. Weiter geht's. Oft vermeiden neurodivergente Menschen bestimmte sinnliche Erfahrungen, aber wir können sie auf positive Weise neu erlernen. Etwa durch Sex, sagt Michelle Hunt, eine Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Autismus. Wenn wir lernen, dass Berührungen beim Sex von jemandem ausgehen, den wir lieben, können wir sie durch die positive Assoziation umdeuten. Zum Beispiel: Ich werde nicht gerne angefasst, aber wenn es eine mir nahestehende Person ist, ist das in Ordnung. Das ist natürlich auch meine Einstellung. Aber eine Partnerin zu finden, besonders wenn man Autist ist, ist ziemlich schwer. Und die einzige Dating-App, die es für Autisten wirklich gibt, ist Heiki. Aber da sind nicht so viele Leute aus der deutschen Autismus-Community dabei. Sondern zum größten Teil halt aus den USA. Weiter geht's. Wie auch immer deine persönlichen Wünsche und Vorlieben aussehen, sie zu akzeptieren, ist der Schlüssel für ein befriedigendes Sexleben, ob du autistisch bist oder nicht. Es geht vor allem darum, dass deine Begierden bestätigt werden, damit du weißt, du bist okay, alles an dir ist in Ordnung, sagt Amy Gravino, und einen Partner zu finden, der bereit ist zuzuhören. Was für ein schönes Schlusswort. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Also, es ist einfach ein sehr schöner Artikel, wie ich finde. Und was meint ihr zum Thema Sex und Autismus? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Also, sie zu liken, also, sie zu teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann morgen mit einem weiteren Video wieder. Dann wird es nicht um das Thema Sex gehen. Wäre ja noch schöner. Denn dieser Artikel war ja schön genug. Und ich würde mal sagen, ciao Leute.